wichtigen Dinge, was passiert sind, also war ja sozusagen die Lokalverbote, die was in Oberwart, also im Bezirk Oberwart, nicht nur in Oberwart direkt, sondern im Bezirk Oberwart geherrscht haben, wo Jugendliche, überhaupt Volksgruppenangehörige, also die Lokale betreten durften, aber nichts zu trinken bekommen haben. Und das hat dann eben eine Diskussion bei Club 2 ausgelöst, und wo man mit Besitzern, Diskothekenbesitzern oder Lokalbesitzern darüber diskutiert hat und dann eine kleine Einsicht geschehen ist. Aber man ist ja darüber hinaus, ist man ja draufgekommen, dass es auch andere Probleme gibt, so wie die arbeitsmarktpolitischen Probleme. Also arbeitsmarktpolitische Probleme in dieser Hinsicht 1988, also bevor der Verein gegründet worden ist, 1989, der erste hier in Oberwart, hat eben drüben das AMS bitte keine Zigeuner vermitteln im Computer verankert gehabt. Und das muss man sich jetzt vorstellen, das ist jetzt über 30 Jahre her, was für eine anstrengende Arbeit das war, eben mit der Mehrheitsbevölkerung, mit der Öffentlichkeit eben gewisse Dinge, so wie den Namen Zigeuner aus den Köpfen zum Teil zu bekommen und dass eben Firmen, Geschäftsleute sagen, okay, mir ist es egal, von wo der herkommt, mir ist die Qualifikation wichtig und ich stelle diese Person an. Was auch ein wichtiger Schritt war zu dieser Zeit, war auch die außerschulische Lernbetreuung, was bis dato jetzt noch gibt. Und da sieht man jetzt auch die Erfolge. Zu dieser Zeit waren die meisten Jugendlichen bzw. Kinder sind sie in die Sonderschule gegangen. Mittlerweile haben wir jetzt Studierende, wir haben Akademiker und wo ich auch ganz stolz drauf bin, es gibt Jugendliche, die jetzt auch Lehrberufe ergreifen und zumindest der Großteil geht in Lehrberufe. Also es gibt selten, dass keiner sagt, er macht gar nichts. Zu dieser Zeit, wir waren auf der Spurensuche, wo ist unsere Kultur geblieben? Was ist von der Kultur noch übrig geblieben? Oder was ist überhaupt unsere Kultur? Und wir sind draufgekommen, unsere Kultur ist sehr groß, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben eine Musikkultur, die geht von der ungarischen Roma-Musik bis zum Flamenco, bis zum Sinto-Jazz. Und das hat sich auch im Laufe der Jahre entwickelt und wird jetzt immer mehr präsent und wird auch in den Köpfen, nicht nur bei den Roma, sondern auch bei der Mehrheitsbevölkerung, ja, immer stärker verankert. Weiters Sprache. Bis 1993, bevor wir mit der Kodifizierung, Didaktisierung des Roman begonnen haben, wurde ja die Sprache mündlich weitergegeben. Das muss man sich einmal vorstellen. Jahrhundertelang hat diese Sprache überlebt, weil eine Familiensprache wurde zu Hause jeden Tag gesprochen. Und dann haben wir mit der Sprache begonnen, weil wir gesehen haben, wenn wir das nicht tun, wird diese Sprache verschwinden. Und Gott sei Dank haben wir bei einer Generalversammlung den Dr. Hallwachs Dieter kennengelernt, der gesagt hat, okay, ich bin der Arbeiter und ihr schafft an, was ihr wollt. Und wir haben gesagt, okay, wir brauchen eben die Feldforschung, wir brauchen die ganzen Aufnahmen, wir brauchen Bücher, wir brauchen Lehrmaterialien, dass wir den Kindern das zeigen können, wie man diese Sprache auch weitergeben kann in schriftlicher Form. 1991 haben sich dann ja noch zum Verein Roma, der in Oberwart gegründet wurde, ist 1989, haben sich dann noch zwei Organisationen gegründet, nämlich der Kulturverein Österreichischer Roma in Wien und zugleich auch Romano Centro in Wien. War auch ganz wichtig. Wenn man jetzt so das betrachtet, wir wurden ja 1993 anerkannt und dann 1995 wurde dann sozusagen der Beirat konstituiert. Hätte es da keine Organisationen gegeben, wer würden dann die Beiratsmitglieder sein? Also das war auch ein wichtiger Punkt, dass die sich zu dieser Zeit auch gegründet haben. Und auch ein Sinto-Verein in Villach. Also das waren sozusagen die ersten Personen, die
im Beirat dann gesessen sind bei der Konstituierung. Weiters war es ja auch wichtig, dass dann sich im Laufe der Zeit noch andere Vereine konstituiert haben, so wie eben die Volkshochschule der burgenländischen Roma. Das ist auch eine einmalige Geschichte. Es gibt Volkshochschulen der Roma, glaube ich, in Europa gibt es nur eine, und das ist hier im Burgenland. Also da können wir auch sozusagen sagen, das war ein Schritt, wo wir auch nicht nur Jugendarbeit machen, sondern in der Erwachsenenbildung auch tätig sind. Schule und Sprache, wir haben dann eben 93 mit der Verschriftlichung begonnen. Dann 99 war schon der erste sozusagen unverbindliche Übungunterricht hier in Oberwart, in der Volksschule in Oberwart, in Unterwart und in der Hauptschule zu dieser Zeit. Da muss ich jetzt auch dazu sagen, das ist leider Gottes, werden die Kinder immer weniger, was das jetzt anbelangt. Und was vielleicht uns noch nicht so gelungen ist, das Entgegenwirken der Diskriminierung. Und da spielt meiner Meinung nach auch eine große Rolle eben die Wirtschaft und die Politik. Sind wir politisches Kleingeld? Werden wir geprügelt? Ist natürlich auch die Diskriminierung stärker da und die Jugendlichen bekennen sich nicht. Und sozusagen, wir versuchen die Stärkung der Identität, das gelingt uns hier in der Lernbetreuung, aber darüber hinaus, wenn Sie die Lernbetreuung verlassen und dann in einen Beruf gehen und sozusagen wieder dann Kinder bekommen, eine Beziehung eingehen, ist es natürlich wiederum schwierig. Weil durch die Erfahrung, die sie dann selber gehabt haben, steht man dazu, zur Identität, steht man zur Sprache, zur Kultur, bei den Festivitäten, die einmal, zweimal im Jahr, ob das jetzt der Roma-Buchu oder der Roma-Ball ist, kein Problem, aber darüber hinaus, wenn man sie anspricht, eher weniger. Also hier Oberwarter Bezirk verstärkt gut, mittleren schon schwächer und im nördlichen ist es schon ganz schwach. Wo es nämlich Volksgruppenangehörige gibt, die sich nicht outen. Geschichte aufarbeiten hat für uns geheißen, also was ist mit unseren Angehörigen passiert? Ich zum Beispiel bin ein Betroffener, der seine Großeltern nie kennenlernen durfte. Ich kenne nur die KZ-Nummern von Auschwitz, wo sie deportiert worden sind und umgebracht worden sind. Und mein Vater hatte zu dieser Zeit also 3 Kinder, die auch verschleppt worden sind, die in Auschwitz nicht angekommen sind und sozusagen wahrscheinlich laut Gerhard Baumgartner in Lodz irgendwo verschleppt und ermordet worden sind. Und das war für mich auch ausschlaggebend, warum ich zu dieser Zeit gesagt habe, wir müssen schauen, was eben die noch leben, die überleben, die Konzentrationslager überlebt haben, wie sie das erlebt haben und eben für die jetzige Welt sozusagen, ja, dass diese Geschichte nicht von den Köpfen weicht. Und darum haben wir begonnen mit der Historia Burgenländischer Roma 2009. Und das gibt es auch online, dass man auch abrufen kann. Und hier sehen wir zum Beispiel die Walburger Horvath aus Mattersburg, die leider auch schon verstorben ist, die zum Beispiel in Ravensbrück war, dann in Auschwitz und in Bergen-Belsen und dort befreit wurde. Ja, auch ein wichtiger Punkt ist gewesen 1995, beziehungsweise 92, war das schon, als der Altbischof Ibi eben zum ersten Mal ein Bischof sozusagen die Roma besucht hat. Er war in der Roma-Siedlung in Oberwart und hat gesagt, er wird sich um die Roma annehmen. Und das hat er wirklich getan. Wir haben dann auch begonnen mit einer Gründung von Referat für ethnische Gruppen, ist gegründet worden und es ist zugleich auch die Roma-Wallfahrt aufgenommen worden, die jetzt, glaube ich, schon das 28. Mal abgehalten worden ist. Also die findet in der zweiten Woche im August immer statt. Zu dieser Zeit, dass auch mit Schulen zusammengearbeitet wird,
weil uns ja das auch sehr wichtig ist, dass wir uns auch austauschen mit den Pädagogen, dass wir auch Informationen über die Volksgruppe geben, und das haben wir zum Beispiel auch mit der Kinderbibel in Roman und Deutsch gemacht, wo Schüler und Schülerinnen von den einzelnen Volksschulen, Hauptschulen die Illustration dazu gemacht haben und das dann in den einzelnen Schulen bzw. Kirchen präsentiert wurde. Das war ein sehr, sehr schönes Projekt. Das, was sich dann herausgefiltert hat beim Rehistorier Lebensgeschichten burgenländischer Roma, war, dass Adolf Babbey im Friedhof in Langenthal erwähnt hat, dass sein Vater nämlich in Buchenwald ermordet wurde mit einer Wasserspritze und der die Asche angefordert hat, und in Langenthal hat er sie begraben. Er hat sich dann auch so geäußert und gemeint, mir ist es ja egal, ob das jetzt die Asche von meinem Vater ist, aber ich brauche einen Platz, wo ich hingehen kann, wo ich an meinen Vater denken kann und wo ich auch eine Kerze hinstellen kann. Und da, wohin mit meinen Kerzen, ist das Projekt entstanden, also durch die Rehistorie, durch den Anstoß von Adolf Babbey, weil wir gesehen haben, was ist mit den anderen 130 Orten, wo früher Roma im Burgenland gelebt haben, was steht dort, wo können dort Roma sich hinbewegen und eine Kerze, beziehungsweise, ja, wo sind sie erst sichtbar? Und das war auch ein Projekt, das wirklich, also ist noch ein Projekt, es ist ja noch nicht umgesetzt alles. Also wir haben, glaube ich, an die 25 Gedenkorte, Gedenktafeln errichtet. Es fehlen noch, ja, sehr viele. Ich habe vorher erwähnt, was die Sprache anbelangt. Und zwar, dass wir uns sehr bemühen, dass die Sprache eben kodifiziert wurde, dass wir es in den Schulen bringen. Aber meiner Meinung nach fehlt es an einem europäischen Gedanken. Es müsste wirklich eine standardisierte europäische Roma-Sprache sein, wo jeder zum Beispiel, jeder Jugendliche in Deutschland, in Bulgarien, in Ungarn sagen kann, ich will in Romani studieren, ich will mein Studium so ablegen und kann es dann in ganz Europa einsetzen. Und dank meiner Meinung nach würde dann die Volksgruppe auch europaweit größer sein, wie jetzt in den einzelnen Bundesländern, so wie Burgenland, eine kleine Menge, würde das ja viel größer sein, und es würde, glaube ich, auch anspruchsvoller sein, dass man sagt, okay, man steht zu dieser Sprache und zu dieser Kultur und zu dieser Identität. Und so könnte es auch sein, dass eben in die Universitäten das anbieten, dass Lehrer ausgebildet werden, dass Lehrmaterialien auf europäischer Ebene gemacht werden und Professoren da sind, die auch die Matura abnehmen können. Das gibt es ja derzeit nicht.